Fünf Arten von Masterbiller-Spielern in Minecraft. Der Noob. Leute, was geht? Ich würde sagen, es ist Zeit für eine schöne Runde Masterbilder. Oh yeah. So, da geht die Runde auch schon los. Wir haben Kürbis, Computer oder Zahnbürste. Nee, wir nehmen mal Computer. Oh, ist auch schon geworden. Zahnbürste fand ich nicht so gut, weil ich mag nicht so gern Zähne putzen. Muss ich zwar mal machen, meine Mama zwingt mich immer dazu. Aber ja. Also, Masterbuilders bin ich sehr gut drin, weil ihr kennt das ja sonst immer, die ganzen PvP-Modi, da bin ich nicht so der Beste. Also, ich bin schon ein Skivars-Profi, aber halt in Masterbuilders bin ich nochmal viel besser. Da kann ich meine kreative Ader erstmal ausleben lassen. Ich meine, guckt euch diesen hübschen Bildschirm an, der ist schon sehr gut. Seht ihr? Schon fertig. Noch 4 Minuten 17? Die ganzen Noobs brauchen so lange hier. Meinst du, schon fertig? Das sieht doch wunderhübsch aus. Okay, weil wir noch so viel Zeit haben, baue ich noch was daneben. Fertig. Seht ihr, Leute? Das ist richtig gut geworden. Das ist der Bildschirm, der ist aber geradeaus. Das ist der Tova, der daneben steht, mit einem Knopf. Dann macht man so und dann geht der PC an. Dann geht hier das Signal über die Redstone-Leitung. Ganz kompliziert, Leute. Geht dann hier in den Bildschirm rein und dann geht er an. Ich weiß, das ist sehr kompliziert und sehr next level, aber ja, vielleicht versteht ihr das ja. Ich bin auf jeden Fall der Beste in Master Builders. Leute, ich habe auch gehört, wenn ihr jetzt ein Like da lasst, dann seid ihr nachher genauso gut wie Master Builders und ich und dann werdet ihr immer Erster. Versprochen. Was zum Teufel ist das denn geworden hier? Verstehe ich nicht ganz. Ist das ein Computer? Von Lampen LED? LED? Dann hätte er eigentlich LEDs in seinen Computer einbauen müssen. Hm? Das hier ist einigermaßen gut. Ich spiele nach Tetris, aber meins war noch ein bisschen besser. Ah, das ist auch ein ganz altes Spiel hier. Die Tastatur... Ah, nee. Die Redstone-Leitung ist auch nicht so gut. Also das ist ja nur Wolle hier. Ist ja, so funktioniert das nicht. Da geht gar kein Signal durch Wolle. Hier genau das Gleiche. Was ist das denn? Hier ist sogar das Kabel kaputt, Mann. Das gibt's schlecht. Guckt euch mal an. Hier ist einfach das Kabel kaputt gegangen. Hier, zack, und da brennt das. Nicht, dass der Woll-PC gleich auch am Brennen ist. Lieber Herr Gesangsverein, was ist hier passiert? Warum haben die denn alle keine Redstone? So funktioniert doch gar kein Strom. Und ich glaube, hierzu muss ich gar nichts sagen, ne? Aber das sieht wunderhübs aus. Komm, gib mal... Wieso willst du mir jetzt nicht die Bewertung geben? Änder das. Hier, nimm Lila in die Hand. Nimm das hier. Nimm das hier. Ja! Hat er es geändert? Hä? Ich bin Siebter geworden? Wieso hat der... Hier ist doch das Kabel kaputt. Wie kann er denn gewinnen? Der hat doch nicht mal ein Kabel. Das funktioniert gar nicht hier. Und der hat doch gar kein Tova daneben. Das ist nur Bildschirm und Dingens. Das ist kein Computer. Gemeines Spiel. Gefällt mir nicht mehr. Der Künstler. So, dann testen wir mal dieses Minecraft Master Builders. Aber so ein großer Künstler, wie ich bin, da sollte das für mich eigentlich gar kein Problem sein. Erstmal den Rollkragen hochziehen für mehr Skill. So, der muss bis übers Kinn gehen. Okay, jetzt bin ich bereit. Anker ist also das Thema. Das ist absolut gar kein Problem. Das sind aber wirklich sehr vorzügliche Blöcke, die wir... Oh, übers King muss der Rollkragen. Sehr vorzügliche Blöcke, die wir hier auf jeden Fall haben. Ein Anker ist schwarz, wie man weiß. Und deswegen nehme ich diese beiden Blöcke raus. Dann machen wir ein hübsches Boot dazu aus diesen wunderschönen... Oh, Chiseled Quartz Blöcke. Die nehmen wir erstmal direkt. Und dann würde ich sagen, bauen wir erstmal so einen Grundriss hier. Pass auf, hier wird nachher das Boot sein. Und jetzt kennt ihr das, Leute. Abstrakte Kunst. Und los geht's. Einfach der Kreativität freien Lauf lassen. Ich bin der Minecraft-Block. Ich bin ein Anker. Tief in der See, gestrandet, sodass das Boot sich nicht mehr fortbewegt. Ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Nochmal den Rollkragen hochziehen. So, jetzt können wir weiterbauen, ohne dass ich was sehe. Ich baue einfach nur nach Gefühl. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich würde sagen, unser Boot ist fertig. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Müssen wir nur noch hier ein paar Blöcke bauen. Man muss natürlich auch hier drauf laufen können, Freunde. So, oh, das sieht so verdammt gut aus. Das ist unglaublich, Freunde. Da muss ich mir mal wieder selber auf die Schulter klopfen. Das habe ich wirklich super gemacht. Pass auf, jetzt kommt hier noch die Kapitänshütte hin. So, da muss man leider auch mal ein bisschen viereckig machen. Es ist halt auch immer noch Minecraft. Ja, man kann hier nicht zu perfekt bauen. Aber gut, so. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Dann machen wir noch eine Tür dahin. Zack. Und jetzt wird es Zeit für den Anker. So, hier haben wir wieder die Grundlage gebaut. Und jetzt wird es Zeit für abstrakte Kunst. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Jetzt muss ich wieder meine Geheimtechnik anwenden. Perfekt. Sehr gut. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Wasser, Leute. Wasser überall. Denn wir sind auf hoher See.
Oh, jawohl, das sieht so gut aus. Wenn ich damit nicht gewinne, weiß ich auch nicht. Oh, ist das wunderhübsch. Und da das Thema der Anker war, würde ich sagen, wenn wir noch Zeit haben, bauen wir doch mal ganz kurz einen roten Pfeil hier hin. Ja, zack. So habe ich von meinen Lieblings-YouTubern gelernt. So, perfekt. Dann sieht man das Ganze nämlich noch besser. Und, da ist was falsch, verdammt. Da, das muss so. Auch Künstler machen mal Fehler. Oh, das ist doch, wow. Hier kann ich nicht mehr bauen. Gomme? Jetzt ist mein Pfeil zu kurz. Okay, dann müssen wir leider... Oh, das ruiniert mein Ganz... Wenn ich jetzt verliere, ist es deswegen. Jetzt muss ich so machen hier und dann leider das hier weg. Gut. Oh, das ist jetzt nicht mehr abstrakte Kunst. Oh, das tut mir im Herzen weh. Aber es sieht immer noch sehr gut aus. Gut, die Zeit ist auch vorbei. Was ist das denn? Das ist ja wohl kein Anker. Wir werden nochmal alles super bewerten hier. Ihr wollt ja natürlich auch meine künstlerische Meinung haben. So, das hier sieht eher aus wie ein Pfeil. Ich weiß nicht, was es ist. Und sein Gesicht ist, da wollen wir nichts zu sagen, Freunde. Also, der hat gar keine Schneidezähne. Was haben wir hier? Oh, Raft kenne ich nicht. Könnte ein Spiel sein? Glaube ich aber nicht. Schlecht. Grauenvoll. Ah, nicht schlecht. Wir geben mal schlecht, weil hier ist überall Wasser. Ah, das ist doch ein Meisterwerk. Was geben die anderen mir hier so? Rot, okay, der ist rot, okay, die haben wohl keine Ahnung von Kunst, alles klar, egal, ich glaube, wir reißen, okay, orange, ich glaube, wir gewinnen das trotzdem noch, rot, okay, seht ihr, hier ist auch schon wieder das Thema verfehlt, ja, erstmal, was ist das hier für eine, mir fällt gerade das nicht ein, wie man das nennt, aber, ne, das Schiff wird auf keinen Fall so fahren können und das hier soll der Anker sein, oder was? Oh, jetzt habe ich vergessen zu bewerten. Wäre aber auch nur ein schlecht gewesen. Ha, das hier ist schon ein bisschen besser, aber auch sehr unkreativ. Wir geben mal ein, okay, da fehlt mir ein bisschen zu sehr die abstrakte Kunst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, was es sein soll hier. Genauso wie das hier. Ist der Anker am explodieren oder was ist hier los? Was soll bitte das hier sein? Da muss ich nicht mal die Augen für aufhaben, um zu sehen, dass das schlecht ist. Ja, wieder sehr unkreativ, aber mit Wasser. Wir lassen die Bewertung weg. Ich kann mir das hier nicht angucken. Ich meine, den Sieg, den habe ich ja definitiv schon. Und letzter? Die haben alle keine Ahnung. Diese Kunstbanausen, ich glaube es nicht. Der, besonders kreative. Will mal Zeit, wieder ein bisschen in Masterbilder zu trollen hier. Okay, Buch ist das Thema. Leute, ich baue euch jetzt ein richtig schönes Buch hier. Was ist denn da? Erde? So, zack, zack, zack. Zack, zack. Das ist ein gutes Buch. Also wenn das keine guten Bücher sind, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt alles schlecht bewerten, damit ich gewinne. Grauenvoll. Was ist das? Okay, das ist sogar echt ganz gut. Grauenvoll. 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 Hä? Wie, ich wurde gebannt. Aber wieso das denn? Masterbill, das war doch mein Masterbill, das war mein Lieblingsmodus. Wo soll ich denn jetzt Leute trollen? Mama. Der Profi. Yo Leute, was geht? Heute zeige ich euch, wie ihr innerhalb von 5 Minuten ein heftiges Meisterwerk in Minecraft bauen könnt. Dafür gehen wir in Master Builders, denn da hat man nur 5 Minuten. Oh, man hat doch 6 Minuten, sehe ich gerade. Ist kein Ding, wir brauchen nur 5. Zack, wir nehmen als Thema, ist eigentlich komplett egal, was wir nehmen hier. Okay, Lagerfeuer ist das Thema geworden, Freunde. Dann guckt euch immer an, woraus besteht das, was ihr baut. Dann macht ihr erstmal so ein kleines Grundgerüst. Lagerfeuer besteht aus Holz und brennt, meine lieben Freunde. Was brennt unendlich in Minecraft? Netherrack. Zack. Dann, bam, Feuerzeug angezündet. Das sieht jetzt noch nicht gut aus, aber wir haben noch 4,5 Minuten. Let's go. Gut, es sind genau 5 Minuten um und ihr seht das Endergebnis, ja? Überlegt nochmal, wie das vorher aussah und wie es jetzt aussieht. So baut ihr einfach extrem gut. Ich bin's, Leute, der Profi in Master Builders und das da ist definitiv kein Photoshop. Ich schwöre. Der mal viel zu langsam ist. Puster ist das Thema. Das Thema. Okay, dann fangen wir mal an zu bauen. Toaster, wie sieht denn Toaster aus? Fangen wir mal mit Eisenblöcken an, würde ich sagen. Vielleicht doch dunkle Blöcke, ey. Vielleicht keine Wolle. So, gefällt mir alles nicht. Vielleicht ändere ich erstmal den Boden. Ja, das sieht schon besser aus. Gut, ich glaube... Der Kontrast... Welchen von diesen Blöcken nehme ich? Das muss ich jetzt erstmal analysieren. Ich habe nur noch 3 Minuten... Oh, ich muss mich entscheiden jetzt. Okay, wir nehmen Eisen... vergesst es. Ich glaube... Bedrock. Ja, ich baue mit Bedrock. Wobei, wenn man das ohne Texture Pack sich anguckt, sieht das wieder nicht so gut aus.
2 Minuten. Okay, ich glaube, ich nehme doch Wolle. Wobei Wolle, wenn Toaster, der wird heiß. Nee, dann verbrennt die Wolle. Vielleicht ändere ich doch nochmal den Boden. Es gibt so viele Blöcke zur Auswahl. Okay, ich glaube, da, ich habe mich entschieden. Wie ist es schon vorbei? Junge Mann, viel zu wenig Zeit. Wie hast der denn das gebaut? Der muss doch gehackt haben in der Zeit. Mann. Oh, nee. Ich leg mich wieder schlafen, das wird zu stressig. Gut, Freunde, das war's mit meinem 5 Arten von Masterbiller-Spielern-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Sonst habe ich das ja irgendwie meistens zu irgendwelchen PvP-Modi gemacht und jetzt mal was komplett anderes. Ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Falls ihr bis jetzt das Video geguckt habt, schreibt gerne mal Hashtag Künstler in die Kommentare. Würde mich einfach interessieren, wer das Video ganz geguckt hat. Und ja, ich würde sagen, falls ihr genauso gut bauen wollt wie ich, dann lasst gerne einen Like da, Leute. Ich bin Profi, definitiv. Und gerne natürlich auch ein kostenloses Abo mit Glocke aktiv, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes für ein 5 Arten von Video sehen wollt. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist jetzt auch mal wieder ein kürzeres 5 Arten von Video geworden. Beim letzten Mal war es ja ein bisschen länger. Ich war mir nicht sicher, was besser ist und was schlechter ist. Und gut, ich würde sagen, wir ziehen das Ganze nicht in die Länge. Danke fürs Zusehen, bewerten und so habe ich gesagt. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder, Freunde. Ciao.